Menschen. Wir haben, glaube ich, auch einen wichtigen Trend gesetzt, dass wir einfach versuchen, mit den besten Reitern, mit den besten Ausbildern, den Hobbyreitern Ideen einzugeben, was sie am nächsten Tag vielleicht das eine oder andere mit ihrem Pferd besser machen können. Und deswegen hat es wirklich vor 20 Jahren mit einem Michael Klimke angefangen und der ist heute noch dabei. Und es hat sich eben immer mehr entwickelt bis heute zu einer Meredith Michaels Bärbaum. Sich interessante Leute anhören, also erfahrene, berühmte, das ist auf jeden Fall toll. Es geht über so viele verschiedene Themen, so viele verschiedene Reiter nehmen teil und Referenten und ich glaube, jeder hat was Spannendes zu erzählen und ich glaube, das ist sowohl für Zuschauer als auch für uns wirklich sehr, sehr toll und man kann viel lernen. Wenn man es mal mit Menschen vergleicht, tägliche Sit-Ups lassen sicherlich die Bauchmuskulatur anschwellen, hilft den Arm aber relativ wenig. Und genauso ist beim Pferd auch. Wenn ich täglich in der Halle auf demselben Untergrund dieselben Lektionen übe, ist das verschleißend und schlichtweg langweilig. Und für jedes Reitpferd denke ich eine ziemlich ungesunde Mischung. Pferd an die ersten Stangen gewöhne, also die ersten und die ersten kleinen Sprünge und dann, wie man die Technik bei dem Pferd verbessert. Und da wird das gezeigt, wie man ein junges Pferd ausbildet und was man verkehrt machen kann auf dem Weg zum erfolgreichen Springpferd. Wieder sehr interessante Vortragende dort, wo man hinterher, auch wenn man spät abends erst nach Hause kommt, sagt, wir sind wieder neu motiviert, mit unseren Pferden zu arbeiten. Und sowas braucht man schon, mindestens einmal im Jahr. Und es ist einfach auch schön, dass Daimler Benz sich da zur Verfügung stellt und die ganze Sache so unterstützt. Außerdem unterstützen wir den Pferdesport schon seit vielen Jahren, nicht nur das Reiterforum. Und ich denke, da ist das auch aus der Tradition heraus sehr, sehr positiv gesehen für uns. Reiter ist oder Amateur und Hobbyreiter und einfach nur Spaß mit seinen Pferden hat. Wir haben alle dieselben Probleme mit unseren Pferden, weil Pferde sind ja nicht dafür geboren worden, dass wir sie reiten, sondern Pferde lassen das zu. Und die Tatsache, dass wir dann auch eine große Verantwortung haben, beinhaltet natürlich auch, dass man sich immer wieder jeden Tag Gedanken machen sollte, wie man es mit seinem Pferd besser hinbekommt, dass das mit dem partnerschaftlichen Reiten mit dem Pferd auch funktioniert.